Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 3. September 1948. Heute vor 75 Jahren starb der tschechoslowakische Politiker Edvard Beneš. Ein Beitrag von Kilian Kirchgessner. Das Städtchen Sezimovo Ústí im Süden Tschechiens. Besucher schieben sich durch eine Villa mit riesigem Garten. Hier war das Paradies von Edvard Beneš, dem zweiten tschechoslowakischen Staatspräsidenten. Eine Mitarbeiterin der Gedenkstätte erzählt Anekdoten über Beneš und seine Frau, die leidenschaftliche Gärtner gewesen waren. Selbst wenn sie einmal nachts nach Hause kamen, sind sie noch rausgegangen in den Garten. Mit der Taschenlampe schauten sie dann, wo etwas Neues gewachsen ist. Wie durch ein Heiligtum wandeln die Besucher durch die großbürgerlich eingerichteten Räume. Viele Tschechen verehren Edvard Beneš als geradezu mythische Figur. Historikerin Dagmar Hajková von der Prager Akademie der Wissenschaften. Der Junge aus sehr einfachen Verhältnissen, das zehnte Kind seiner Eltern, der es geschafft hat, in die höchsten Ebenen aufzusteigen. Das ist eine tschechische Erfolgsgeschichte, die schon in der Zwischenkriegszeit zum Beneš-Kult beigetragen hat. Er ist der Archetyp eines Helden. Deshalb wirkt er auf viele Menschen so anziehend. Als Edvard Beneš im Mai 1884 in eine arme Kleinbauernfamilie hineingeboren wird, ist er noch Bürger der österreichisch-ungarischen Monarchie. Der begabte Junge besucht ein Gymnasium und studiert schließlich in Prag Philosophie. Einige Jahre verbringt Beneš an der Sorbonne in Paris. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, gehört er zu einer Gruppe von Kämpfern für die Loslösung von Wien, zusammen mit Tomáš Garrigue Masaryk. Der eine Generation ältere Masaryk ruft 1918 den neuen tschechoslowakischen Staat aus, dessen erster Präsident er wird. Beneš wird Außenminister. Das ungleiche Gespann aus Beneš und Masaryk prägt die goldenen Jahre der Ersten Republik, wie die Zwischenkriegszeit in Tschechien genannt wird. Historikerin Dagmar Hajková. Die Erste Republik baute auf Gesichter und Persönlichkeiten auf. Da war natürlich Masaryk. Aber schon an zweiter Stelle stand Beneš. Das war schon fast monarchisch. Im Jahr 1935 tritt Masaryk aus Altersgründen zurück. In der Prager Burg wählen die Abgeordneten beider Parlamentskammern den neuen Präsidenten. Der Versammlungsleiter verkündet schließlich das Ergebnis. Die goldene Zeit allerdings neigt sich dem Ende entgegen und Edvard Beneš muss als neuer Präsident sein Land durch die schwerste Phase des jungen 20. Jahrhunderts führen. In der Innenpolitik verlangen die Sudetendeutschen immer laut stärker die Verbindung mit Nazi-Deutschland. Und 1938 beschließen die Großmächte beim Münchner Abkommen, die sogenannten Sudetengebiete dem Deutschen Reich anzugliedern. Beneš schluckt die Entscheidung und bis heute ist in Tschechien umstritten, ob die Geschichte anders verlaufen wäre, wenn der Präsident damals die Generalmobilmachung ausgerufen hätte, wenn er nicht nach London geflüchtet wäre, um während der Kriegsjahre eine Exilregierung zu leiten. Dort in London gab er sich 1939 kämpferisch. 20 Jahre lang war unsere Republik eine der stabilsten Nachkriegsdemokratien. Sie war ein gesunder und blühender Staat. Die Tschechoslowakei wird wieder ein freier und unabhängiger Staat in einem neuen und freien Europa. Der Neustart nach dem Krieg verläuft allerdings blutig. Die Sudetendeutschen werden enteignet und aus dem Land vertrieben, rechtlich abgesichert durch die Gesetze, die bis heute als Beneš-Dekrete bezeichnet werden. Sie gehören zum umstrittenen Erbe, das der Präsident hinterlässt. Historikerin Dagmar Hajková. Es ist etwas unfair, wenn man nur die Dekrete mit Beneš verbindet. Er bekommt ständig dieses Etikett aufgeklebt. Dabei hat er eine gewaltige Zahl von Erfolgen errungen. Seit den 1920er Jahren zum Beispiel hat er sich sehr für eine Friedenslösung in Europa eingesetzt. Etwa bei den Verhandlungen des Völkerbundes. Das sollte man auch immer hinzufügen. Den Niedergang der Tschechoslowakei und die europäische Teilung in Ost und West hat Edvard Beneš nicht mehr miterlebt. 1948 fehlt es ihm schon an Kraft, um die kommunistische Machtübernahme zu verhindern. Noch im gleichen Jahr, am 3. September, stirbt Edvard Beneš in seiner Villa am Fenster mit Blick auf den Garten.